Ja, herzlich willkommen zum Vorbericht zum Heimspiel gegen Wormatia Worms am Samstag, 8. Oktober hier im Stadion Oberwert. Bitte Anschlusszeit beachten, nicht 14 Uhr, sondern 16 Uhr ist diesmal Anstoß. Darf ganz herzlich unseren Trainer Oliver Reck wieder begrüßen hier heute zum Vorbericht. Aber vorab möchte ich ganz kurz auf die Geschehnisse nach dem Spiel in Trier eingehen, bei dem einer unserer Spieler rassistisch beleidigt worden ist. Den Namen des Spielers werden wir natürlich nicht bekannt geben, allein um ihn zu schützen. Er hat uns aber bestätigt, dass es eine Beleidigung gab. Es gibt auch Zeugen dazu, die das mitbekommen haben. Ebenfalls wurde im Stadion noch der Sicherheitsdienst von uns informiert und derjenige einzelne Zuschauer auch identifiziert bzw. den Hinweis gegeben, dem Sicherheitsdienst, wer derjenige war. Die Polizei ermittelt nun und wir als Verein Rot-Weiß Koblenz, als auch der Eintracht Trier, unterstützen die Behörden dabei bei der Aufklärung. Und das ist dann auch das letzte Statement von unserer Seite. Möchte aber auch ganz klar nochmal betonen, dass das ein unabhängiger Vorgang ist, der mit dem Spielverlauf absolut nichts zu tun hat. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Okay, nun zurück zum Sport und zum Fußball. Olli, maßlose Enttäuschung nach dieser bitteren Niederlage in Trier. Ein Nackenschlag förmlich in der letzten Aktion. Wie tief sitzt die Enttäuschung nach eigentlich einer guten Leistung bis auf 20 Minuten der zweiten Halbzeit? Ja, in der Frage steckt schon viel drin, viel Antwort drin. Es ist sicherlich so, dass wir in diesem Spiel vieles, vieles richtig gemacht haben. Wir haben ja einige Veränderungen vorgenommen, nicht nur taktisch, auch personell, und die eigentlich fast alle gefruchtet haben und auch alle funktioniert haben. Leider haben wir dieses Spiel dann nicht 95 Minuten gespielt, nur 93 Minuten, und das darf uns nicht passieren. Es ist jetzt schon mehrmals passiert in der Hinrunde, dass wir Spiele in der letzten Sekunde aus der Hand gegeben haben. Ich erinnere noch mal VfB Stuttgart. Auch gegen den FC Homburg haben wir in der letzten Minute noch ein Gegentor bekommen. Also das darf uns nicht passieren. Das ist jetzt zum dritten Mal passiert, und das wissen wir. Da haben wir auch den Hebel angesetzt, und das haben wir auch den Jungs ganz klar so mitgeteilt, dass wir uns da gefälligst viel professioneller verhalten müssen in den letzten Minuten. Es geht ja nicht nur darum, dieses Tor zu verhindern, auch in der Entstehung das zu verhindern, die Flanke nicht zuzulassen, die Gier zu haben, den letzten Ball auch gewinnen zu wollen. Und da hat dann in diesem Moment gefehlt. Und das muss man uns kritisch anmerken. Klar war das Spiel eigentlich sehr, sehr gut geführt. Lange Zeit haben wir das Spiel sehr, sehr offen gestaltet, waren sogar die dominierende Mannschaft in der ersten Halbzeit. Aber wir haben 0 Punkte erreicht, und das ist eine Situation, die uns nicht zufriedenstellt. Und du sagtest schon was dazu. Zum Glück haben wir in der Woche ein Pokalspiel, wo wir zumindest das Ergebnis schon mal in die richtige Richtung drehen konnten. Und das wünschen wir uns auch jetzt für das Spiel am Samstag. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir müssen eigentlich dieses Spiel gewinnen. Das ist ja die Herangehensweise. Aber das sagt der Gegner sehr wahrscheinlich auch. Von daher ist es ein sehr offenes Spiel, so sehe ich es. Und zwei Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand agieren werden, und wir wollen zu Hause die 3 Punkte behalten. Das ist die Herangehensweise. Wir wollen den Gegner mit unserer Art Fußball beeindrucken. Das haben wir in den ersten Heimspielen ganz gut gemacht, im letzten Heimspiel nicht so gut. Und jetzt geht es da wieder anzusetzen und ein Dreier zu setzen zu Hause im Spiel gegen Wormatia Worms. Hast jetzt auch schon viele Antworten vorweggenommen von meinen nächsten Fragen, aber ich stelle sie trotzdem mal. So ein bisschen Fußballerweisheit: Wenn man unten drin steht, fehlt halt auch so ein bisschen auch das Spielglück. Wenn ich an den Kopfball denke vom Bucky, an den Pfosten, kann mal reingehen. Nein, er geht an den Pfosten, geht zur Ecke. Ist das im Moment so ein bisschen, dass auch Spielglück fehlt, oder ist das meistens, wie du immer schön sagst, die Fehler sind zu minimieren? Ja, das wäre aber zu einfach, nur zu sagen, es fehlt das Spielglück. Es gibt schon auch Handlungen auf dem Platz, die waren immer nicht ideal in den letzten Spielen. Die können wir noch besser erledigen, die können wir auch noch besser ausführen in der letzten Inkonsequenz. Das heißt, bessere Restverteidigung, bessere Verteidigung, konsequenter verteidigen, aber auch im Spiel nach vorne einfach drauf aus sein, das zweite, dritte Tor zu erzielen. Nicht nur zufrieden sein, dass ich ein Tor erzielt habe, sondern nein, nachzusetzen, drin zu bleiben in der Aktion und das auszubauen. Und wenn man dann mal führt, vielleicht auch nicht nur dieses eine Tor zu verteidigen, sondern auf das zweite auszusein. Diese Geilheit, Entschuldigung, dass ich das Wort sage, die fehlte uns vielleicht in den letzten Spielen, und die müssen wir wieder an den Tag legen.
Ich habe gelesen in den Spielberichten von den Gegnern, die gegen Wormatia Worms gespielt haben, tiefstehende Mannschaft, schwer zu bespielen, kompakt, heißt auch für uns, die wenigen Chancen nutzen und selber auch wenig Fehler machen bis gar keinen, im Spielaufbau und im Spiel nach vorne, oder? Das ist schon mal treffend ausgedrückt. Wir müssen aber an uns erstmal denken. Wir wollen mit unserer Art unsere Offensivspieler in Szene setzen, unsere Offensivspieler in so eine Position kriegen, dass sie auch Torgefahr ausstrahlen. Aber hinten in der Verteidigung einfach, und das habe ich ja gerade schon mal gesagt, wir müssen einfach brutaler auch in den 95. Minuten agieren. Und da darf uns nichts mehr passieren. Wir haben die Möglichkeiten dazu, wir haben gute Verteidiger, nur wir müssen die Konsequenz auch nutzen. Am Dienstag haben wir auch schon kurz angedeutet, 5:1 Sieg in Emmelshausen, ins Achtelfinale vom Rheinland-Pokal eingezogen, was auch immer wieder für den Verein wichtig ist. Einige junge Spieler konnten sich zeigen, einige bekamen eine Pause. Verletzte gab es keine, stand Dienstag. Ist dem noch so? Ist alles in Ordnung? Soweit waren heute alle im Training. Auch der Leo, der schon ja auch ein paar Tage nicht trainiert und gespielt hat, war wieder dabei. Marius hat ja gerade auch schon mal selbst so gesagt, ist auf dem Weg der Besserung, so würde ich es mal beschreiben. Hat am Dienstagabend auch, ich glaube, 25 Minuten gespielt. Das ist jetzt wichtig für ihn, dass er so langsam wieder in Tritt kommt. Wir wissen alle, das ist noch ein langer Weg für ihn, bei 100% zu sein. Aber wir können jetzt nicht sagen, wir warten, sondern wir müssen ihn mit Spielanteilen wieder dahin führen, wo er mal war. Wir unterstützen ihn darin und er ist auch sehr intensiv dran am Arbeiten. Er hat noch was aufzuholen, das weiß er selber, aber andererseits brauchen wir auch seine Art, wie er spielt. Er hat natürlich was auf dem Platz, dieses im letzten Drittel gefährlich zu sein, selbst im Abschluss zu kommen, andere Spieler mit einzusetzen, die uns auch vielleicht gefehlt hat in den ersten Spielen, und die wünschen wir uns so schnell wie möglich zurück. Gut, zum Ablauf jetzt, der Marius wird nach dir im Filmausschnitt zu sehen sein, deswegen der Hinweis an die Zuschauer, der Olli hat es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, der Marius wird gleich Stellung dazu ziehen, wie er das aus seiner Sicht der Dinge sieht. Genau. Ganz kurz dazu. Ich habe noch eine letzte Frage. Am Dienstag gab es auch eine schöne Geste von der Mannschaft beziehungsweise von allen Beteiligten, die da auf dem Platz standen. Jean-Peter Cissé ist wieder erneut schwerer verletzt, fällt länger aus, wahrscheinlich so ähnlich wie bis zum Ende der Hinrunde möglicherweise. Ja. Was macht das eigentlich auch mit so einem Spieler? Kannst du was zur Verletzung sagen? Und was macht das mit so einem Spieler, der eigentlich Ambitionen hat, in der zweiten Liga in Darmstadt sich durchsetzen zu wollen? Ja, das ist ein junger Kerl, der jetzt so seine ersten Schritte im Profifußball macht. Und wenn man dann innerhalb von ein paar Tagen, ein paar Wochen sich so zweimal schwer verletzt, ist es natürlich brutals für so einen jungen Kerl. Und wir sind alle gefordert, ihn zu unterstützen. Nicht nur, dass wir ihm zureden, sondern dass wir uns um ihn kümmern, dass wir uns mit ihm befassen. Das machen wir, das macht die Mannschaft, das macht der Trainerstab, das macht der ganze Rot-Weiß Koblenz, alle Mitarbeiter wissen, wie schwer das für den Jungen ist, und wir drücken ihm echt die Daumen, dass er da irgendwann so schnell wieder rauskommt, aber das passiert. Es ist noch ein junger Kerl, der so schwer noch nie verletzt war, und das ist schon schwierig, und da braucht er jegliche Unterstützung von allen Seiten, und die werden wir geben. Alles klar. Dann auch nochmal von dieser Stelle und von mir auch persönlich an Jean-Peter Cissé alles Gute, gute Besserung, und dass du gleich bald wieder zur Verfügung stehst, genau. Spätestens im neuen Jahr hoffentlich. Und ich sage dir Dankeschön, Olli, dass Gerne. Du hier zur Verfügung gestanden hast. Drück natürlich die Daumen und würde mich freuen, weil am Samstag gibt es einen speziellen Tag für mich, wenn der mit 3 Punkten belohnt werden würde. Wir werden alles dafür tun, Thomas. Alles klar, danke. Ja, bei mir jetzt Marius Köhl. Marius, in Trier 2 Minuten gespielt, in Emmelshausen im Pokalspiel schon ein bisschen länger. Ja. Wie geht's dir nach der langen Verletzung? Hast du noch Beschwerden? Ja, also ich merke das Ganze doch durchaus schon noch ein bisschen. Vor allem halt in ganz hohen Intensitäten merke ich schon. Kann ich trotzdem spielen. Und soweit ist halt, glaube ich, normal, dass man nach einer Operation das noch ein bisschen merken wird. Wird mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger begleiten. Aber soweit... Größere Beschwerden habe ich jetzt zum Glück nicht mehr.
Wenn ich mich an deine Spiele hier bei Rot-Weiß erinnere vor einem Jahr, bleibt mir so eine Szene gerade noch so in Erinnerung. Torvorbereitung in Groß-Asbach zum 2:0 an der Grundlinie lang. Ich glaube, deswegen freuen sich auch viele hier in Koblenz, dass du wieder da bist. Ja. Hat man als Spieler schon mit so einer Verletzung jetzt in den Hufen und sagt, ich will unbedingt spielen und muss der Arzt oder Trainer vielleicht noch bremsen und sagen, mach langsam mit der Verletzung? Ja, also klar will ich unbedingt spielen, weiß aber auch selber, dass es ja auch jetzt unverantwortlich wäre, mich jetzt auch direkt 90 Minuten spielen zu lassen. Also das will ich auch gar nicht. Und ich weiß auch, dass es sinnvoller ist, das jetzt noch nicht so zu machen und fühle mich auch noch nicht bereit dazu, jetzt 90 Minuten zu spielen. Und deswegen, ja. Nach deiner Ausleihe bist du jetzt wieder zurück, haben es eben schon angesprochen, hattest in Saarbrücken wenige Einsätze in der dritten Liga. Wie schwer ist das, sich so mit deinem Talent, was du ja durchaus hast, sich in der dritten Liga durchzusetzen? Ja, das Problem dort war auch, dass ich leider so das Gefühl hatte, dass sie nicht so auf die eigene Jugend gesetzt haben. Klar, mit dem Luca Kerber einen hatten, den sie dann hochgezogen haben, aber danach halt leider nichts Besonderes mehr. Also ich hatte, ja, ein Spiel hatte ich von Anfang an, wo ich die Chance bekommen habe. Für mich das halt persönlich, klar hätte ich da schon einiges machen können oder wenn ich Tor geschossen hätte, wäre das Ganze wahrscheinlich auch anders gewesen. Habe ich halt leider nicht und deswegen ist es auch so gekommen. Klar, ich hätte mir mehr Spielzeit gewünscht. Ich habe halt leider auch nur 7, 8 Kurzeinsätze gehabt und ansonsten immer nur auf der Bank gewesen. Deswegen ist halt schwierig so und von der Trainingsleistung, ja. Wir haben halt viele ältere Spieler gehabt, die halt auch nicht so trainieren mussten wie ein jüngerer Spieler und deswegen, also es war wirklich sehr schwer, da irgendwas zu machen oder sich halt in die Startelf zu kämpfen. Gut, auf der einen Seite sind wir froh, wenn ich das durchgesetzt hätte, das würden wir heute nicht hier sitzen. Ja, das stimmt, ja. Nun gab es seit deiner Zeit hier in Koblenz auch einige Änderungen, unter anderem neuer Trainer, viele neue Spieler. Ich glaube, Alexis ist der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Wie empfindest du die neue Situation hier? Und Alem. Und Alem ist noch, ja genau, Alem noch, die zwei. Ja, also ich hatte das ja schon so gewusst, dass es hier so ein bisschen, dass immer mehr Spieler kommen und viele gehen. Ich finde das eigentlich ganz in Ordnung so, weil wir sind eigentlich ein ganz neues Team, jeder kennt den. Gibt nicht viele, die direkt sagen, irgendwie, der hat den Stellenwert oder der andere hat den. Wir sind eine Mannschaft, sind alle relativ jung und so. Und das macht auf jeden Fall richtig Bock, hier zu spielen. 5 Niederlagen in Folge sind wirklich schwer zu verkraften, auch glaube ich für alle, die im Verein, rund um den Verein sind oder ihr als Spieler natürlich auch. Nun kommt natürlich Worms und jeder denkt, ah, jetzt muss es aber klappen, ne? Jetzt, jeder geht davon aus, dass es jedoch nicht so einfach ist, weiß auch jeder. Ja. Ja. Wie schätzt du die Mannschaft auf Worms ein? Und, ja, ich denke schon, dass die sehr viel auf den zweiten Ball gehen werden, sehr aggressiv spielen werden, also wird auf jeden Fall auch schwierig sein, aber ich denke, wenn wir einen kühlen Kopf bewahren und gut herausspielen von hinten, können wir auf jeden Fall schon ein paar 3 Punkte mitnehmen. Klar wird das trotzdem ein schweres Spiel, aber wir müssen auf jeden Fall die Hertha am Platz annehmen und ja. Hat man noch im Hinterkopf als Spieler, wir müssen jetzt unbedingt gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren? Macht das was mit einem? Ja, auf jeden Fall. So alleine schon für sich selber. Ich meine, man will ja eigentlich jeden Samstag gewinnen. Niederlagen sind immer Fehler am Platz und deswegen gerade erst recht nach dieser Serie, Negativserie, wollen wir auf jeden Fall jetzt am Wochenende die 3 Punkte hier lassen. Alles klar, dann wünsche ich viel Glück dabei und vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, bitte. Dankeschön.